Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Elden Ring Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und passend zum bevorstehenden Release des Elden Ring DLCs Shadow of Duatree habe ich in Kooperation mit Bandai Namco eine mehrteilige Videoreihe geplant, um euch bestmöglich darauf vorzubereiten. Egal ob ihr komplett neu im Souls-Genre seid oder ihr nach einer längeren Pause wieder eine kleine Auffrischung braucht, hier seid ihr genau richtig. Deswegen vielen Dank an Bandai fürs Sponsoren und in diesem Video gibt es alles, was ihr wissen müsst, um in möglichst kurzer Zeit einen ordentlichen Bild auf die Beine zu stellen, mit denen ihr auch die beiden Bosse Radahn und Moog besiegen könnt, um dann ins DLC zu starten. Aber dazu gibt es morgen nochmal ein eigenes Video mit Kampftipps zu diesen Bossen. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass ein paar Schläge bei Margit schon ausreichen, um den zu Fall zu bringen. Und deswegen zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr diesen Bild nachstellen könnt. Wir starten jetzt am Anfang mit der Charakterauswahl. Hier ist jede beliebige Startklasse in Ordnung. Ihr müsst im Zweifel einfach nur ein paar mehr Geschicklichkeit oder Stärkepunkte investieren. Ich würde den Samurai empfehlen, weil er die beste Werteverteilung für unsere Zwecke hat und das Uchigatana auch eine relativ gute Blutungswaffe ist. Als Andenken empfehle ich die Goldene Saat. Damit könnt ihr eine Heilflasche zusätzlich gewinnen. Aber hier sei gesagt, dass ihr jedes andere Item auch zur Genüge in der Welt finden könnt. Also, ab zur Kapelle, wir holen uns noch das Item hier mit, den runzligen Finger für die Nachrichten und dann geht es los. Ich überspringe mal hier einen kleinen Teil, weil es relativ straightforward ist und wir sehen uns wieder in der offenen Welt von Limgrave. Hier würde ich erstmal sagen, ein bisschen weiter nach Norden und vorbei am Goldenen Ritter scheint eine gute Wahl zu sein. Wenn ihr den direkt bekämpfen wollt, sei gesagt, dass der am Anfang echt knifflig sein kann, also dran vorbeizugehen, erstmal stärker werden, ist absolut keine Schande, um dann später wiederzukommen, wenn man besser gewappnet ist. Dafür ist die Welt ja extra so groß gestaltet, damit man sich die Wege selbst suchen kann. Also ich würde empfehlen, erstmal hier die große Rune mitzunehmen und dann zur Kirche von Ellie zu gehen. Ihr könnt noch einen Schmiedestein mitnehmen und dann mit Carley, dem Händler, hier reden. Er verkauft zwei sehr interessante Sachen. Einmal die Fackel, womit ihr in Höhlen besser Licht spenden könnt und euch besser zurechtfindet, und den Werkzeugsatz, womit ihr in Zukunft auch craften könnt, also Objekte selbst herstellen könnt. Seid ihr damit also ausgerüstet, geht es weiter nach Nordosten durch diesen Wald hier. Hier gibt es ein paar versprengte Patrouillen, aber nichts, was euch vor eine große Herausforderung stellen sollte, vor allem wenn ihr die von hinten überrascht. Seid ihr dann am anderen Ende angelangt, kommt ihr zu diesem Gegnerlager hier. Hier sind allerdings ein paar mehr, deswegen würde ich darauf achten, erstmal links außen rum zu gehen und sich nicht direkt auf den Kampf einzulassen, sondern erstmal hier an die Gnade zu setzen, denn euch wird jemand hier antreffen, nämlich Melina. Melina wird euch die Spektralrosspfeife geben, womit ihr Zukunft euren tierischen vierbeinigen Begleiter Sturmwind herbeibeschwören könnt, der euch in Erkundung und Kampf maßgeblich unterstützen kann. Außerdem könnt ihr ab jetzt bei jeder beliebigen Gnade für Runen Attribute steigern, also aufleveln. Ist ziemlich praktisch, sie möglichst früh also freizuschalten. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr zurück zur Kirche von LA und zwar schnell reisen. Wenn ihr eine Gnade aktiviert habt, könnt ihr auf der Karte dann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurück schnell reisen und sobald ihr eben Sturmwind freigeschaltet habt, wird auch eine kleine Hexe hier bei der Kirche auf euch warten. Wichtig zu erwähnen, wenn ihr hier nur zu Fuß hingeht, dann kann es sein, dass sie nicht auftauchen wird. Also es muss Nacht sein und das wird immer passieren, wenn ihr hierhin schnell reist. Also meine Empfehlung, einfach hierhin teleportieren. Und sie würde euch nach einem kurzen Gespräch die geisterrufende Glocke und ein paar Geisterwölfe überreichen. Und damit bewaffnet können wir zurück zu den Ruinen vor dem Tor gehen und dort mal ein bisschen im gegnerischen Lager aufräumen. Es reicht absolut aus, sich die Spektralrosspfeife und die Wölfe an sich, also nicht die geisterrufende Glocke, sondern wirklich nur die Geister, die ihr beschwören wollt, in die Schnellauswahl zu packen. Ihr müsst das nicht jedes Mal vom Inventar auswählen, sondern könnt das neben den Heiltränken platzieren oder rechts oben beim Beutel. Dort geht es auch. Wie das genau funktioniert, habe ich gestern in meinem Starter-Tipps-Video erklärt. Also, dann wollt ihr erstmal hier ein bisschen bei den Ruinen aufräumen, euch die Karte in der Mitte schnappen, um euch besser zurechtfinden zu können. Und dann in der Mitte eine Treppe nach unten verfolgen. Und hier könnt ihr in einen kleinen Dungeon reingehen, die Tür aufmachen und hier findet ihr eine Kiste mit einem Schleifmesser und der ersten Kriegsasche. Und ab jetzt könnt ihr beliebige Kriegsaschen auf gewisse Waffen, wie zum Beispiel das Uchigatana, draufpacken. Auch dazu habe ich gestern im Video noch ein paar mehr Tipps erklärt. Und jetzt wollen wir die Straße weiter nach Osten verfolgen, durchs Lager hindurch und noch ein Stückchen weiter, um ein paar nützliche Items einzusammeln. Generell will ich es immer so handhaben, dass ich euch erst den groben Weg auf der Karte zeigen werde, den wir abreiten und dann möglichst ohne Schnitt auch den Weg so zeigen werde, damit ihr den nachvollziehen könnt. Und in dem Fall wollen wir wirklich nur die Straße verfolgen. Ich reite extra ein Stückchen weiter davon ab, damit ich nicht die Aufmerksamkeit aller Gegner auf mich ziehe. Ihr könnt ja den Skarabäus kaputt machen für eine optionale Asche, die wir aber nicht unbedingt für den Bild brauchen. Über die Brücke drüber, hier nach Süden kurz abbiegen für den ersten Dunkelschmiedestein. Von hier aus über die Straße nach Nordosten, den
Berg ein bisschen hoch und hier findet ihr den goldenen Federtierfuß, der später noch relevant wird. Jetzt weiter nach Süden, vorbei an der Karawane mit den ganzen Gegnern. Wie gesagt, ihr könnt hier wirklich dran vorbeireiten, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Und dann weiter nach Süden die Straße verfolgen. Am besten so zwischen Straße und See entlang reiten, damit ihr auch den Ort der Gnade hier entdeckt, den wir auf jeden Fall aktivieren wollen, denn hier kommen wir noch öfter zurück. So, als nächstes wollen wir dann ein bisschen nach Nordosten gehen und dann sogar noch ein Stückchen weiter da runterspringen in den Nebelwald. Wie gesagt, erst auf der Karte gezeigt und jetzt ohne Schnitt von der Gnade aus. Erstmal ein Stückchen nach Nordosten den Berg hier hoch zu den Sarkophagen, wo ein paar goldene Runen in Itemform sind. Die könnt ihr dann jederzeit von eurem Inventar aus benutzen, beziehungsweise bei Händlern auch verkaufen für ihren jeweiligen Runenwert. Auf jeden Fall praktisch ein paar dabei zu haben, wenn ihr hin und wieder leveln wollt oder zumindest für die Items, die wir später noch kaufen wollen. Jetzt weiter nach Nordosten und ihr findet hier den Nebelwald und könnt an dieser Stelle bei diesem Windstrom auch runterspringen, ohne Fallschaden zu bekommen. Also Hauptsache, ihr springt ungefähr in die Nähe davon, dann sollte das schon ausreichen. Hier wollen wir weiter zu diesem Symbol, das euch auf der Karte schon markiert wird, denn hier können wir immer die Karten einsammeln. Auf dem Weg dahin werdet ihr noch diese Ruine antreffen. Hier wollt ihr mal kurz einen kleinen Halt machen und das Jaulen anhören von diesem Kollegen hier, denn den müssen wir gleich bei Carley noch ansprechen, was es mit diesem Wolf hier oben auf der Ruine auf sich hat. Aber erstmal zurück zur eigentlichen Aufgabe und das heißt erstmal uns die Karte hier besorgen, damit wir uns besser zurechtfinden können im Osten von Limgrave. Von hier aus wollen wir noch runter zum niederen Erdenbaum, jetzt wo ich das hier besser zeigen kann. Und das bedeutet hier einfach nur ein Stückchen weiter nach Süden, vorbei an dem großen Baum. Und hier findet ihr die erste Kristallträne. Die zweite finden wir auch noch gleich, womit ihr euch dann sozusagen einen zusätzlichen Heiltrank craften könnt. Und zwar gehen wir dann von der Karte aus gesehen, wo wir gerade die Karte aufgenommen haben, einfach noch ein Stückchen weiter nach Norden zur dritten Kirche von Marika. Auch das ein sehr interessanter Ort, weil ihr hier erstmal die Möglichkeit habt, eine heilige Träne einzusammeln, die unsere Heilflaschen verstärkt. Also mit der goldenen Saat könnt ihr eine Heilflasche hinzupacken, mit der heiligen Träne die Flaschen an sich noch verstärken. Beides sehr nützliche Items. Und deswegen werde ich im Verlauf des Videos auch noch mehrere Stellen zeigen, wo ihr welche finden könnt. Habt ihr welche, könnt ihr bei der Gnade rasten und seht bei einem goldenen Punkt auch immer, ob ihr etwas davon steigern könnt, beziehungsweise Flaschen hinzufügen könnt. Ist also immer sehr einfach zu erkennen. Noch ein bisschen weiter geguckt, gibt es links neben der Gnade noch die purpurrote Kristallträne und die Flasche der wundersamen Arznei. Und jetzt könnt ihr bei der Gnade auch eure eigene Arzneimischung zusammenstellen mit gewissen beliebigen zwei Kristallträne. Ich würde am Anfang empfehlen, die purpurrote für mehr Leben und die grüne für eine schnellere Ausdauerregeneration. So habt ihr sozusagen einen weiteren Heiltrank immer mit dabei. Jetzt zurück zur Kirche von LA und nochmal mit Carley reden, dem NPC-Händler hier, und ihn könnt ihr auf das Wolfsgeheule ansprechen bei den Ruinen. Und nach einem kurzen Gespräch wird euch das Fingerschnipsen beibringen und sagen, ey, benutzt dieses Emote und dann könnt ihr mit dem Wolf auch reden. Das heißt, zurück zur dritten Kirche und dann zu den Ruinen beim Nebelwald einmal hinreiten. Ich denke, diesen Weg hier kann ich etwas überspringen, weil wir ja gerade eben noch da waren sozusagen. Das Emote könnt ihr nutzen, indem ihr da zum Beispiel bei Start hier unten rechts bei den Gesten vorbeischaut. Hier könnt ihr dann sozusagen welche entfernen und hinzufügen und dann auch die ganzen anderen Gesten sehen. Könnt ihr das Fingerschnipsen auch direkt auslösen und zack ist Blythe, der große Wolfsmensch, hier auch schon zur Stelle. Ihr könnt mit ihm reden und er wird euch sagen, dass ihr einen gewissen Darrowill sucht, der hier ganz in der Nähe sein soll. Also zurück zur Südseite des Akhilsees, da wo wir gerade die Gnade noch aktiviert haben, und hier noch ein Stückchen weiter nach Süden den Berg hinauf, denn hier ist das Siegelgefängnis des Bluthunds. Und keine Sorge, ihr müsst jetzt hier nicht besonders bewandert im Kämpfen sein, denn wir können Blythe beschwören, der uns hier an dieser Stelle ordentlich aushelfen kann. Also ab ins Siegelgefängnis, da wo man normalerweise solo kämpfen muss, ist jetzt hier das goldene Zeichen von Blythe. Und ihn könnt ihr beschwören, ein bisschen weiter dann nach Süden gehen, zu diesem blauen Schimmer, und die beiden werden gegeneinander kämpfen. Es ist in eurer eigenen Diskretion, wie sehr ihr in den Kampf mit eingreifen wollt. Es reicht normalerweise, Blythe hier auch alleine kämpfen zu lassen, aber wenn ihr hin und wieder mal einen Schlag setzen wollt mit dem Uchigatana, dann helft ihr Blythe auf jeden Fall gut aus. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr aber auch einfach nur an der Seitenlinie stehen bleiben und beobachten, auch das ist völlig in Ordnung. Als Belohnung bekommt ihr den Bluthund Reistern, und das ist auch die Waffe, die wir für unseren Bild verwenden wollen. Ihr könnt auch noch mit Blythe reden, er wird euch als Belohnung den Dunkelschmiedestein Nummer 2 geben und euch von Iji, dem Schmied, erzählen, aber dazu kommen wir gleich noch.
Für den Blut- und Reißzahn werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar weitere Attributspunkte brauchen, aber jetzt kommen wir zum nächsten Teil des Videos, nämlich wie ihr diesen Blut- und Reißzahn verstärken könnt und wie ihr an die nötigen Attribute kommt. Wir wollen zurück zur dritten Kirche von Marika und dahinter einen Teleporter, der uns in Richtung Caelid führt. Also das ist sozusagen kein Glitch, das ist ein ganz normaler Teleporter, der uns einfach nur ein Stück die Karte überspringen lässt. Und das ist sehr, sehr praktisch. Denn wir kommen zu Greyols Drachenrücken hier an dieser Stelle. Hier ist natürlich noch nichts markiert, deswegen verfolgen wir einfach mal weiter nach Süden den Weg. Und ich zeige euch ganz genau, wo ihr lang müsst. Also vorbei an dieser Statue und den Weg nach Südosten weiterverfolgen. Hier kommt ein goldener Baum, also auf jeden Fall die goldene Saat mitnehmen, um die Flaschenanzahl zu steigern. Und hier kommt gleich links neben der Brücke eine optionale Gnade, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr das möchtet. Ansonsten einfach weiter über die Brücke drüber, vorbei am Drachen und weiter geht's nach Süden. Also gar kein Problem, hier an den meisten Gefahren vorbeizureiten. Und ich zeige euch ohne Schnitt, wie ihr weitergehen müsst. Der Weg krümmt sich etwas und dann wollt ihr nach Südosten weiter hier neben den Blitzen vorbei und dann kommt ihr zu diesem großen Baum. Hier wollen wir beim niederen Erdenbaum links vorbei und hier finden wir dann hinter dem Erdenbaum auch die Möglichkeit, mit einem Windstrom nach oben zu gelangen. Also auch hier können wir den Boss außer Acht lassen erstmal. Oder ein Stückchen weiter nach Südwesten finden wir auch schon einen großen liegenden weißen Drachen. Der wird gleich noch interessant. Und hier eine große Festung mit einer Gnade. Die wollen wir auf jeden Fall aktivieren. Und am besten gebt jetzt auch alle Runen aus, die ihr noch so habt. Ich zeige euch nochmal kurz den Weg, den wir bis jetzt lang geritten sind. Und jetzt heißt es hier in der Festung nach oben gehen und uns ein bisschen hier durchmogeln. Hier sind ein paar Fledermäuse, die ziemlich eklig sein können, aber wenn ihr euch beeilt, könnt ihr hier die Leiter hochgehen. Oben angekommen findet ihr eine Kiste mit einer Hälfte des Dectus Medaillons. Die andere Hälfte ist in Festung Hive im Süden vom Nebelwald, wo wir gerade waren. Aber uns interessiert erstmal nur hier auf der anderen Seite runter zu hopsen, vorbei an den Rittersmännern am Dach und hier dann runter, damit ihr auf dieser Seite hier rüberspringen könnt und dann an den Ratten vorbeirollen könnt, unten drunter gehopst. Und hier findet ihr einen der besten Talisman im Spiel, nämlich Radagons Wundsiegel, der viele unserer Attribute um 5 Punkte steigert, unter anderem auch Stärke und Geschicklichkeit, damit ihr den Bluthund Reißzahn führen könnt. Ihr könnt jetzt wieder hochgehen und auch nochmal rüberhüpfen, also entweder manuell wieder an die Gnade oder euch töten lassen, ist beides in Ordnung. Vielleicht wollt ihr noch die goldene Rune 12 hier mitnehmen, denn die ist immerhin 7500 Runen wert, also zu dieser Stelle wahrscheinlich schon ein oder zwei Level für euch. Ihr könnt euch entweder töten lassen oder hier manuell zurück zur Gnade laufen. Auf jeden Fall könnt ihr dann die goldene Saat aktivieren, um eine weitere Flasche hinzuzufügen. Und jetzt kümmern wir uns um alle weiteren Level, die wir im Verlaufe dieses Builds brauchen. Als erstes wollt ihr eine Blutungswaffe ausrüsten, also eine Waffe, die den Blutungseffekt auch hat. Dafür entweder das Uchigatana, das der Samurai ohnehin schon hat, oder auch der Bluthund Reißzahn, das ist genauso möglich. Auch den könnt ihr führen, wenn ihr zum Beispiel Radagons Wundsiegel davor nehmt und ausrüstet, habt ihr eigentlich normalerweise genug Attribute, um den wenigstens zweihändig führen zu können. Das Wichtigste ist, dass hier unten steht, dass der Blutungseffekt ausgelöst wird. Und das Zweite, was ihr unbedingt ausrüsten wollt, ist als Item in der Schnellauswahl neben euren Heiltränken der goldene Federtierfuß, denn der gibt uns mehr Runen, sobald ein Gegner erledigt ist für eine gewisse Zeit. Den wollen wir allerdings noch nicht direkt aktivieren, sondern erst, wenn der Gegner dabei ist, zu sterben. Und ja, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, aber wir wollen diesen gigantisch großen Drachen hier angreifen. Und es ist absolut in Ordnung und normal, dass ihr erstmal das Gefühl habt, kaum Schaden zu verursachen. Der Trick an dem Ganzen ist, den Blutungseffekt zu nutzen, da der immer 10-15% des maximalen Lebens eines Gegners wegnimmt, unabhängig davon, wie stark er ist oder was für ein Level ihr habt. Deswegen ist dieser Blutungseffekt ziemlich stark. Hauptsache, ihr haltet euch jetzt beim Angreifen beim linken Fuß oder hinten beim Schwänzchen des Drachen, dann werdet ihr auch unbehelligt weiter draufhacken können. Ansonsten kann es sein, dass die anderen Drachen auf euch Jagd machen. Also haltet euch am besten hier etwas weiter hinten links. Und dann einfach immer wieder ein paar Schläge setzen, bis dieser Blutungseffekt ausgelöst wird. Kann wirklich ein paar Minuten dauern. Und dann werdet ihr immer wieder einen Teil des Lebensbalkens schwinden sehen. Das ist auch kein Glitch, das ist wirklich so normal, dass dieser Drache einfach hier hinten links keine Angriffe hat und deswegen für euch relativ sicher ist, ihn dort anzugreifen. Und dann, wenn ihr seht, dass sein Leben weg ist und er eine Animation macht, so ausholt, dann wollt ihr auf jeden Fall den goldenen Federtierfuß aktivieren, damit ihr jetzt im Laufe der nächsten paar Sekunden auch mehr Runen dafür bekommt, dass ihr ihn niedergestreckt habt. Und in meinem Fall waren das fast 100.000 Runen, womit wir jetzt natürlich erstmal zum Aufleveln kommen. Also ich würde empfehlen,
auf jeden Fall mal mindestens 10 Punkte in Arkanenergie und 12 Punkte in Glaube zu stecken, weil das für unseren nächsten Buff, für den Blut- und Reißzahn, sehr wichtig ist. Dann noch einen Punkt in Stärke, damit wir gemeinsam mit Radagons Siegel den Blut- und Reißzahn auch einhändig führen können, also auf die 18 Stärke kommen. Und dann würde ich ein paar Punkte in Kraft und Kondition stecken, das ist eigentlich immer gut. Ab hier könnt ihr erstmal 40 Punkte in Kraft investieren, damit ihr da schon mal einen guten Lebensbalken habt und die Überlebensfähigkeit gesichert ist. Dann in Kondition und dann könnt ihr später noch in die schadenssteigernden Attribute gehen. So, ist das erstmal erledigt, können wir zurück zur Gnade vor dem Tor gehen. Denn jetzt geht es in Richtung Liurnia. Und wir wollen jetzt hier also nochmal weiter nach Norden reiten, vorbei am Schloss, hier zu dieser Brücke, daran vorbei und dann ungefähr hierhin. Denn auch hier gibt es nochmal ein paar weitere Punkte abzuklappern, womit wir zum Beispiel auch unser Schwert noch weiter verbessern und verstärken können. Also ihr könnt hier erstmal durchreiten, den Weg entlang, auch vorbei an den ganzen Gegnern und hier dann an dieser Stelle nochmal die goldene Saat mitnehmen beim Sturmhügel und werdet ihr gleich nochmal sehen, dass ihr zu einer kleinen Hütte kommt an dieser Weggabelung und hier könnt ihr erstmal die Gnade aktivieren und dann auch einen Steinschwertschlüssel mitnehmen und mit dieser holden Maid reden, das ist aber optional. Könnt ihr machen, könnt ihr auch sein lassen, wie ihr möchtet. Jedenfalls könnt ihr danach weiterreiten nach Norden, wie ich euch gerade gezeigt habe, von dieser Gnade aus. Und dann wollen wir einmal zur Brücke, links daran vorbei dann und hier den Weg erstmal wieder hochkommen und können dann tatsächlich am Schloss Sturmschleier vorbei in Richtung Liurnia gehen. Ihr könnt natürlich auch durchs Schloss durchkämpfen, aber daran vorbei ist erstmal für unsere Zwecke ein wenig einfacher. Und hier können wir dann nach Liurnia gelangen zum Seenland und von hier aus wollen wir noch ein Stückchen weiter reiten. Ich zeige euch genau wie. Erstmal auf der Karte und dann möglichst ohne Schnitt, damit ihr den Weg auch nachvollziehen könnt. Also erstmal wollen wir hier ein Stückchen weiter runter und dann die Karte abholen. Hier erstmal in die Kirche abbiegen, um uns wie gewohnt die heilige Träne abzuholen, um dann unsere Heilfläschchen zu verstärken. Und dann weiter die Straße runter. Hier schneide ich vielleicht hin und wieder mal ein bisschen was, damit wir nicht den ganzen Weg in kompletter Länge nachvollziehen müssen. Ihr wollt hier einmal durch das gegnerische Camp hindurchreiten, dann kommt ihr zu einem Händler am Fuß des Sees. Der verkauft einen sehr nützlichen Gegenstand, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, nämlich die Lampe. Die könnt ihr dann anders als die Fackel nicht mehr in der Hand halten, beziehungsweise müsst das nicht mehr in der Hand halten, sondern könnt das an eure Hüfte dran packen. Also ist ein Item, das ich auch in die Schnellauswahl packen würde, neben die Geisterasche und die Spektralrosspfeife, damit die immer praktischerweise zur Hand ist und damit beide Hände für eure Waffen frei sind. Also von diesem Händler wollen wir weiter nach Norden. Diese blauen Lampen, die hin und wieder aus dem Boden ragen, dienen uns als Orientierungspunkte, wo wir lang müssen. Hier erstmal die Karte geschnappt bei diesen Gegnern und damit können wir schon mal ein bisschen weiter gucken. Wir wollen ungefähr nach Nordwesten die Straße bzw. den Weg, soweit es geht, entlang bis zu dieser Gnade. Hier können wir den kleinen Raststopp einlegen. Und von hier aus wollen wir uns die nächste Karte holen. Die ist hier etwas weiter im Norden angesiedelt. Ich versuche es möglichst gut zu markieren. Ich glaube, hier ungefähr an dieser Stelle wird es sein. Also wirklich ohne Pause hier weiter nach Norden reiten. Ihr werdet früher oder später auf der Karte auch angezeigt bekommen, wo einer dieser Karten zu finden ist. Das sieht man ja schon als Symbol hier immer auf der unaufgedeckten Karte. Von dem her sollte das kein allzu großes Problem sein, solange ihr euch gut in Richtung Norden haltet. Also ist die aufgesammelt, wollen wir uns nochmal orientieren und wollen als nächstes zur Rosenkirche gehen. Die ist hier ungefähr bei diesem Stück Land. Wir wollen allerdings nicht direkt dahin gehen, sondern eigentlich ein bisschen nebendran, aber trotzdem als Orientierungspunkt ungefähr auf diese Insel wollen wir gehen. So, sind wir also angelangt, wollen wir durch diese Kathedrale durch und dann rechts runterreiten und hier ein Stückchen nach Norden und hier sollte uns ein Skarabäus entgegenkommen. Und wenn wir den vernichten, bekommen wir einen super Buff-Zauber für unsere Waffe, nämlich die Blutflammenklinge. Und ich zeige euch nochmal ganz genau auf der Karte, wo der zu finden ist, hier nordwestlich von der Rosenkirche aus. Und jetzt wollen wir sogar noch ein Stückchen weiter nach Nordwesten, um jetzt auch unsere Waffe auf Vordermann zu kriegen. Erstmal hier ungefähr hin und dann noch ein Stückchen weiter nach Norden. Ich zeige euch jetzt auch den Weg ungefähr. Und zwar müsst ihr dann erstmal durch dieses Tempelviertel durch, einfach an den Gefahren vorbeireiten. Wir kennen das ja, wenn ihr das möchtet. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch mit den Gegnern aufhalten. Dann an den herunterfallenden Skarabäen vorbei und dann hier diese Landzunge nach oben und dann den Weg nach Norden weiternehmen. Ihr werdet an einem Schwarm Quallen vorbeikommen, auch an einer Gnade, die ihr optional mitnehmen könnt. Und hier bei den Quallen ist tatsächlich ein gutes Schild, das ihr mitnehmen könnt, wenn ihr euch buffen möchtet damit, nämlich das Quallenschild.
Das ist auch ziemlich gut, aber nicht für unseren Bild unbedingt notwendig, deswegen auch optional. Dann durch das gegnerische Lager hier hindurch reiten, an der Karawane vorbei, an dem gegnerischen Rittersmann und dann hier nach links den Weg weiterverfolgen, bis ihr zur Karte gelangt. Die könnt ihr mal wieder mitnehmen. Damit ist Lyurnia dann auch vollständig aufgedeckt. Mit Abstand der größte Teil hier ist auch schon erkundet. Damit könnt ihr dann weiter nach Norden zu den königlichen Ruinen und dann durch diese nicht offensichtliche Wand hindurch. Ihr könnt entweder dagegen springen, dagegen rollen, dagegen schlagen. Dann wird sie sichtbar und verschwindet und ihr könnt hindurch die Gnade aktivieren und mit Iji reden, dem Schmied, den wir gesucht haben. Hier können wir nämlich Dunkelschmiedesteine der Stufe 3 und 4 kaufen. Und falls ihr die Steine der Stufe 1 oder 2 verpasst haben solltet, könnt ihr das hier ebenfalls nachholen und dann euren Bluthundreiß dann auf plus 4 verbessern, was für den Anfang schon richtig viel ist. Falls euch ein paar Runen fehlen, könnt ihr die bisher eingesammelten Runen-Items auch einlösen. Vor allem die goldene Rune Nummer 12 ist 7500 Runen wert. Ihr könnt dann Iji nochmal ansprechen, dass Bleib euch geschickt hat und er wird euch das karianische Filigran-Wappen im Verkauf anbieten. Das ist allerdings komplett optional, senkt den FP-Verbrauch von Talenten, also das könnt ihr als zweiten Talisman noch mitnehmen, aber ist erstmal für den Bild nicht unbedingt notwendig. Setzt ihr euch jetzt an eine Gnade, wird euch Melina ansprechen und zur Tafelrundfeste begleiten wollen. Und hier wollt ihr nach links gehen und zu dieser Händlerin, um das Fingersiegel zu kaufen, womit wir unseren Buff auch aktivieren können. Also das kostet auch nicht viel, nehmt euch das auf jeden Fall mit. Und vergesst nicht, euch das in der zweiten Hand auszurüsten. Also am besten nehmt ihr euch das in die linke Hand, während der Bluthundreiß dann in der rechten Hand wartet. Und jetzt wollt ihr an einer Gnade noch den Zauber lernen, den wir gerade bekommen haben, nämlich die Blutflammenklinge. Dafür brauchten wir nämlich die 12 Glaube und die 10 Arkanenergie. Jetzt sind wir gerüstet und haben alles, was wir brauchen. Könnt auch nochmal zurück zur Hütte am Sturmhügel gehen. Hier findet ihr nochmal eine weitere goldene Saat, dort wo die Holde Maid eben noch war. Könnt also nochmal eure Flaschen etwas verbessern und seht schon, wie viel Schaden wir jetzt anrichten. Alleine dadurch, dass wir den Bluthundreiß dann auf plus 4 haben, ist ein Schlag genug, um die ganzen Soldaten schon zu vernichten. Noch ein bisschen weiter geritten kommt ihr zu Margit, dem ersten großen Boss im Spiel. Und jetzt sind wir gewappnet, um dem auch entgegenzutreten. So sollte euer Inventar ungefähr aussehen. Der Bluthundreiß in der rechten Hand, das Fingersiegel in der linken, Radagons Wundsiegel hier als Amulett bzw. Talisman, um uns zu buffen. Und jetzt wollt ihr erst einmal, wenn ihr sozusagen das Siegel auch ausgerüstet habt, erstmal L1 drücken, um auch den Zauber anzuwenden und eure Waffe zu buffen. Dann könnt ihr 3 gedrückt halten und R1, um eure Waffe dann in 2 Hände zu führen, um noch ein bisschen mehr Schaden anzurichten. Und ja, mit der gebufften plus 4 Bluthund-Reißzahn-Waffe ist das auch kein großes Problem mehr. Ihr solltet vor allem darauf achten, immer eure Kriegsasche zu verwenden. Das funktioniert hier beim Bluthund-Reißzahn so, dass ihr erstmal, wenn ihr die Waffe 2 nicht führt, L2 drückt und dann gelangt ihr nach hinten, macht also einen Jump nach hinten und dann drückt ihr R2, um wieder nach vorne zu dashen mit einem kleinen Teleport und dann richtig doll zuzuschlagen. Also das ist eine der besten Kriegsaschen meiner Ansicht nach im Spiel, vor allem am Anfang direkt erreichbar. So habt ihr alles, was ihr braucht, um jetzt für die kommenden Gefahren besser gewappnet zu sein. Ihr habt auch noch einen Talisman-Beutel bekommen, das heißt ein weiterer Talisman-Slot. Ihr könnt zum Beispiel das karianische Filigran-Wappen als zweites mitnehmen, das den FP-Verbrauch etwas senkt, weil ihr doch relativ oft eure Kriegsasche auch verwenden werdet. Ihr seid auch gesagt, dass ihr beim Bluthund Reißzahn nicht die Kriegsasche oder die Skalierung austauschen könnt. Es ist also relativ straightforward. Ihr braucht wirklich jetzt nur noch Dunkelschmiedesteine der höheren Stufen, die ihr später zum Beispiel auch noch in Lyurnia, Haus Vulkan, im Altusplateau und so weiter geben wird. Falls ihr noch weiter leveln wollt, dann würde ich erstmal empfehlen, in Richtung Kraft zu gehen, dass ihr ungefähr so 35 bis 40 Kraft habt, dann ein paar Punkte in Kondition bis ungefähr 25 und dann könnt ihr euch überlegen, noch ein paar Punkte in Geschicklichkeit zu investieren und in Stärke, sodass ihr Radagons Wundsiegel nicht mehr verwenden müsst und dann eben noch weiter und besser Schaden austeilen könnt. Aber das war es erstmal zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem, es hilft euch weiter, vor allem gegen die folgenden Gefahren. Ich werde im nächsten Video noch zeigen, wie ich mit diesem Bild Moog und Radahn besiegen werde. In dem Sinne freue ich mich natürlich, dass ich euch helfen kann. Schreibt mir gerne, falls noch Fragen übrig sind, in die Kommentare. Ich versuche, wie immer, auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.